Ist so ein kleines Gadget. Ja, gar nicht so richtig wach. Ehrlich? Ja, ich bin ja aufgestanden gerade. Oh. Ja. Ja, der Justin hat, wir haben uns nämlich auch vorhin nochmal unterhalten, weil wir nämlich das Jubiläum da feiern wollen. Von OMSI. Krasi mit einer Leitstelle. Vielleicht können wir da uns jetzt schon mal einen Termin machen. Justin? Muss ich nachher gucken. Dass wir einfach mal da so 3 Terminvorschläge machen. Also. Wisst ihr, was mich wundert? Ich krieg keinen Sound mehr von meinem. Von meinem. Truckerspock, wenn ich zu schnell fahre. Bei Geschwindigkeitsüberschreitung. Das wundert mich. Nächste Haltestelle, Sie fahren zu schnell. Oh nee, da fällt mir was Besseres ein. Ich glaube, das machen wir dann über über Stream, über das Sound Alerts hier, über wie heißt's? Twitch Sounds. Das ist quasi unten mit irgendwas so Polizistenmäßig, so, oh, stop. Oder keine Ahnung, irgendwas so voll alertmäßig, ey. Sie fahren so schnell, drücken sich auf die Bremse. Aber irgendwas, was halt einen voll aufschreckt. Ich sag einfach, dass du meine Einnahmen nicht knacken kannst. Dann drückt er direkt auf die Bremse. Vor Schock. Ja. Oh ja. Das passt ja. Ah, dann können wir ja noch gemütlich bis um 14 Uhr dann schön ETS fahren. So, dann wieder Paparazzi da. Also bei der Leitstelle bin ich dann dabei. Ja, genau. Also wie gesagt, ich habe ja gesagt, man wollte, oder sowieso ein Vorschlag, dass wir einmal im Monat vielleicht einen Termin finden, um sagen zu können, hey, wir fahren für die ESG einfach mal so eine Leitstelle. Aber das wäre dann halt so wirklich unterschiedlich. Und das müsste man dann halt wirklich nur Wochenends machen. Oder könnte man halt nur Wochenends machen. Das ist halt so das Problem daran. So, ich bin jetzt wieder auf meine gemoddeten Strecke. Weil ich schön zum Land und jetzt auch mal 10 Jahre erstmal wieder bauen. Weil bis dahin habe ich dann nämlich auch schon die Festplatte drin. Die neue. Habe ich immer nicht eingebaut. Ja, und dann, Lukas, müssen wir uns noch zusammensetzen, dass wir dann zusammen da noch das. Bussen dann nochmal dahin machen und vor allem dann noch die ganzen Fehlermeldungen bei Thüringen Map und bei Alheim V4 oder Laurensbach dann nochmal ein paar KI neu dazusetzen. Hast mir ja auch nochmal ein paar neue Sachen geschickt. Also ein paar Sachen. Ich habe meine Edis ja auch wieder ein bisschen geändert und mir gefällt es. Also einmal in 100 Cities fahren rum. Einmal in Stadtfamilie und nochmal viele andere Busse. Geh weg mit den New Line Cities, da bin ich die Woche dran verzweifelt an den Drecksdingern. Ganz ehrlich. Braucht jemand Öl? Hier wird gerade gepumpt. Erstens ist der Drucker, der ist einfach nur Müll. Ja, ich weiß, ich habe da eine bessere Version, aber die funktioniert bei mir noch nicht. Ehrlich, ich habe die Tage versucht, den Drucker von MX200 da rein zu ballern, ne? Bei dem, der in unseren gemoddeten Bussen drin ist. Junge, das ist ja ein Krampf bei dem NLC, der schmeißt mir nur Fehler. Nur. Aber vom Script-Technischen her erzählt er mir Fehler. Ich hab mir auch so gedacht, komm, jetzt kannst du mich echt mal richtig fett. Die Scheiße habe ich keinen Bock mehr. Ich glaube, ich stehe. Der Ex-Kacke da. Boah, weißt du, sag ich auf welcher Map ich jetzt hier bin? Welcher? München Augsburg, München Rosenheim, München Badenkirchen. Gemoddete Strecke. Vom TS Classic? Mhm. Alle drei Strecken auf einem? Ja.
an alle drei Karten eine Map gebaut, genau. Kann man sogar bei Steam Workshop sich einfach downloaden. Ja, du brauchst aber die DLCs, gell? Ja, ja. Man braucht die Standard-Karten vorher, sonst geht das nicht. Ah, oh, nicht schlecht, ey. Ja. Ich sag mal, es lohnt sich. Du kannst S6 fahren, S4, S3 komplett. Also, genug S-Bahn-Linien hast du da. Und Spaß hat man da. Ah, ist nicht schlecht. Bis ich die ganze Map jetzt ausgebaut habe, dauert es vielleicht 5 Wochen. Ich fange ja Menschen auch mal noch hier an. Den ganzen KI-Fahrzeugen und nö, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Sag mal, Chat, wer hat mir denn hier dieses Wetter da bestellt? Diese Suppe da, ey. Ich? Alter, also ich warte da lieber auf den neuen MAN NLC E-Bus. Ja. Der ist ja schon fertig. Der hat nur keine Sounds. Okay. Bei Queasy auf dem Discord ist der drauf. Ah. Da gibt's sogar Bilder. Da fand ich schon dem New MAN die BVG-Version 1000-mal besser als die jetzige, die sie nach dem Update gebracht haben. Ja, ja. Und das Gute ist, ich hab's nicht, ich hab sogar noch die alte, ne? Die hast du noch? Ja, aber die funktioniert bei mir noch nicht. Weiß nicht, aber würde funktionieren. Ich weiß noch nicht, wie man das installiert. Mir geht's dabei rein um den Drucker, weißt du? Ja, ja, da ist dieser eines Drucker drin, den ich in einem Scanner habe. Justin reicht mehr die Sachen auseinander und baut sie für sich dann zusammen. Also ich hab sogar da den allerneuesten Drucker drin. Von der BVG. Den FA4 Drucker. Ja, ja, genau. Ja, den hab ich jetzt in den MXC2 drin. Und den wollte ich halt in den New Line City reinballern. Aber der New Line City sagt halt, nein, will ich nicht. Die dumme Ranzkarre. Hier die scheiß Innenanzeige an, der letzte Müll da. Ja, ja. Boah, Müll, ey, voll müllig hier. Ich bin froh, wenn da überhaupt mal was kommt. Schaffst du nicht, ich hab den Bus gerade im Ordner gefunden. FA4 Drucker. Das ist halt mal was. Ich hab ja Stream an. Das ist gut. Ja, kann ich gerade nicht reingucken. Achso, alles gut. Ja, Sascha, du weißt gar nicht, wie schlimm das ist, Digga. Diesen Bad Hügelstorfer-Drucker da, der ist ja. Ja. Der ist eine reine Katastrophe. Der macht halt einfach gar keinen Spaß. Ich weiß auch nicht, was Hardycore Media sich dabei gedacht hat, im Folge-Update den Drucker von Bad Hügelsdorf da rein zu wemsen da. Also, was sie sich dabei gedacht haben. Also, da wäre ich lieber bei dem BVG-Drucker geblieben, bei dem AFR4. Ja, der ist besser. Der ist sowieso besser. Besser. Also, sag mal so, wir hatten ja schon mal das Problem gehabt, ich habe die Route, ich habe die Linie und dann diese Lost Boy Fahrt, wie hieß es schon hin? Wenn ich, man müsste wirklich ich weiß nicht, ob es intern oder die Zielcodes, falls das dann nicht funktioniert, müsste man wirklich noch drin haben. Ja, du willst als Linienliste. Linienliste, so wie bei Alheim, ne? Da hast du die Route, die Linie und falls da mal der Drucker ausfällt oder er durch BBS irgendwelche Störungen auftritt, dass du dann trotzdem immer noch so Zielcodes hast.
Ich glaube, letztens hat mir ja Tobi das erklärt, ne? Wie das darüber funktioniert quasi, ne? Als überschreibst quasi das Ganze, dass so eine Anleitung quasi mitgeliefert wird. Und das müsste schon Standard vom DLC vom Haus aus kommen. Stimmt. Das wäre halt so das, was ich mir halt wünschen würde. Ob es halt gemacht wird, keine Ahnung, aber es wäre auf jeden Fall eine Verbesserung. Und gerade wenn man so von den Hamburger Stadtbussen, ne, fährt, ne, wie ich, nostalgisch, das sind auch andere, aber wie gesagt, gerade dieses Nostalgische. Ja, aber du hast bei den Hamburger Stadtbussen, zumindest bei den alten, hast du nicht das Problem mit dem Schildern. So, guck dir auf Ruhrgebiet die 979 an. Ja? X42, ist genau dasselbe. Ja, aber da hat halt auch jemand Scheiße gebaut beim Schreiben der Hofdatei. Genau, und das heißt, das muss ich dann wieder öffnen, gucken. Ich meine, was ist denn dabei, ein paar Klicks zu machen mit der Maus? Also, so faul wollen wir jetzt auch nicht sein, aber Ja, da trotzdem. ist nichts bei, aber du gehst halt davon aus, wenn du dir Dinge runterlädst, dass das halt auch funktioniert. Also gut, mit der X42, da hatte ich ja sowieso nie Probleme mit. So habe ich ja damals die 100.000 zusammengefahren für unseren Betrieb. Ich war ja den ganzen Tag auf der X42 unterwegs. Guckt euch den Gauner an, ne? Ja, was habe ich vorhin gesagt? Multiplikator, ne? Ja, guckt euch den an. X mal 42, da, der Gauner. Ich will jetzt nicht, ich will nichts hören, du. Ich will nichts hören. Passt. Nein, Passt. aber die hat dir halt einfach neben den ganzen SB-Linien halt die meiste Kohle gebracht, dadurch, dass die halt so lang ging. Die hatte zwar nicht viele Haltestellen, aber die hatte schon ihre Fahrzeit im Generellen. Ja. So, und die hat halt immer dafür gesorgt, dass ich zwischen 3.000 und 4.000 pro Tour verdient habe. Naja, bei deinen steuerlichen Abzügen, du, was du da eingestellt hast. Wieso? Es sind doch nur 50%. Ja, genau. Echt? Also ich weiß nicht, wo das Problem ist. Zu mir sagt er, ich muss 75% Abgabe leisten. Und jeder andere neue Fahrer, der dann kommt, oder Stammfahrer, die wir haben, oh, die dürfen dann unter 50% Abgabe dann haben. Also Freundschaftsabgabe ist bei 200%. Freundschaft. Der zieht mir noch die Unterhose aus, dass ich damit noch Ja bezahlen klar. soll. Ja, Ja sicher. danke schön, ey. Wo glaubst du denn du? Willkommen bei der RSG. Mein, Ihr guck mal, mein. beschissenes Plan bei Also guck mal, heutzutage. den schönen Solaris, den Lukas mir damals geschickt hat, der bezahlt sich halt auch nicht von alleine. Mein Ja. Hybrid. Solltet ihr eines Tages einen nackigen Busfahrer in Omsi 2 unterwegs sein? Dankeschön. Vielen Dank. Also, das stellt mich gerade schlechter dar, als ich eigentlich bin hier. Also geht ja Das mal gar nicht. Elend will So keiner eine sehen. Ranzige. Weißt du, hat noch nicht mal die 500k geknackt im Betrieb, aber will mir einen erzählen. Jetzt kracht's aber richtig hier. Ja, wisst ihr? Ja, genau. Ich glaube, das mache ich dann noch so oben, weil da kommt dann fest und dann der Spruch, das Elend will keiner sehen. Als LED-Laufschrift. Ich will deine Tränenkullern sehen, wenn ich vor dir die Mille geknackt habe. Ey, Chat, da müssen wir wirklich mal eine Community-Abstimmung machen. Ey. Wer dann Das will. schaffe ich eh vor dir. Du kannst 8 Stunden da sitzen, ich schaff das noch vor dir. Bürgergeld, ich komme. Nein. Gottes Willen, ey. Aber es ist ein geiler Clip. Komm, bin ich jetzt drin, schon explodiert hier. Muss mir noch ein paar gemoddelte Busse von Lukas holen, ey, ohne Witz. Naja. Ja, hä? Gerne. Und dann macht er mir noch, wenn du mir noch ein Lenkrad drauf machst, wo drauf steht, ja, hier am Rand hier oben am Lenkrad, das Elend will keiner sehen. Oder BBS-Betrieb ist so behindert. Nee, komm, so arg wollen wir es jetzt nicht machen. Obwohl ich habe das,
Ich weiß nicht, ob ich mich letztens verhört habe, den MAN, den du da gefahren bist, auf, ich glaube, Städtedreieck war das. Ja. Was hattest du dazu nochmal gesagt? War das nicht so, dass du gesagt hast, der steht irgendwo zum Download? Oder habe ich mich damals da verhört gehabt? Was? Nee, das war ein Steam-Addon, glaube ich. War das ein Schalt? Ja, der Schalt war. Ja, der Booster war, das war ja der aus der MAN-Stadtbusfamilie. Ja, ja. Mit IVU-Ticketbox Box drin und alles. So, das meinst du. Ja, also diesen, die habe ich noch auf meinem PC. Ne? Das sind das ganze Städtedreieck-Bus-Pack. Was ist das denn her? Hat mir ein Kollege gegeben. Ach so. Mhm. Warte mal, könnte ich sogar bei Sascha nachgucken. Das habe ich ihm nämlich schon mal geschickt. Ja. Also was vielleicht noch gut wäre für unsere Busse, Justin, dass wir, wenn wir die Karten haben, Routenlistenmanagement, dass das irgendwie so mit in den Bus reinkommt. Ja, den gibt's ja im Bus, dass die Linienliste angezeigt wird. Ich müsste halt einfach nur die Linienlisten in den Texturenordner packen. Genau. Das Problem, was aber besteht, ist, dass es zu Ruhrgebiet keine Linienliste gibt. Gut, dass ich das alles noch aufgehoben habe. Ja, danke dir, Lukas. Ich habe noch was von der Version 602 und 603. Also 603 war ja die letzte Version, bevor dann Kevin gesagt hat, hey, er macht's kostenpflichtig, also da habe ich ja noch was. Ja, das Ding ist aber halt, wenn du die Linienliste von Gladbeck nimmst, ja, dann bringt dir das ja nichts, weil du hast ja die anderen Linien. Nö, die können wir ja uns da selber noch zusammenschnippeln, das habe ich gemeint. Ja, dann weil das als Paintcheck, als Paintjob das zu machen, das wäre ja im Endeffekt ja kein Problem. Ja, dann mach mal und dann schick mir das mal und dann mache ich das da rein. Ja, machen wir dann auch wieder mal einen Livestream. Weil das schaffe ich zeitlich gar nicht. Ah, das. Justin, unser Allrounder, der packt alles hier. Nee, da hört es bei mir tatsächlich diesmal echt auf. Da ist diesmal wirklich vorbei. Weil ich jetzt schon wieder gucken muss, wie ich die neue Matrix zu den C2 gefixt kriege. Okay. Ihr habt ja nichts dagegen, wenn ich weiter drücke, oder? Weil ich halt auch noch gucke, dass ich ein paar Busse habe, die wir so umgestalten, dass die als Subunternehmen durchgehen, weißt du? Mhm. Oh ja, da und Justin, da habe ich ein ganz krasses Pack, Alter. Der kennt gefühlt alle Busse ändern. Und alle von diesem Städtetreibbus-Pack, ne? Alle diesen neuen IVU-Drucker drin, alle. Ja, den kannst du als solche Busse kannst du halt als Subunternehmen durchgehen lassen. Machst du vorne aus der Webdisk dieses Schild rein im Auftrag von bla 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 und fertig. Ja, das geht halt auch. Ja. Aber ich habe ja letztens so eine schlaue Anfrage gekriegt von jemandem aus meinem alten Betrieb, den sein Betrieb läuft so gar nicht. Ja, den Betrieb, den haben sie runtergewirtschaftet wie sonst was. Der muss jeden Monat Steuern nachzahlen ohne Ende. Er ist regelmäßig im Minus. Ja, weil die gehen nach dem Motto mehr Ausgaben als Einnahmen. Und jeder weiß, du brauchst halt mehr Einnahmen als Ausgaben, um Steuern wieder zu kriegen. So, und dann kam so die Anfrage, ob ich meine Fahrer nicht zu ihm rüberschicken kann, damit die für ihn ein bisschen fahren. Da habe ich zu ihm gesagt, träum weiter. Ich schicke meine Fahrer garantiert nicht zu dir rüber. Ich so, wir können gerne drüber reden, ob du im Auftrag für uns fahren kannst. Da können wir gerne drüber reden. Aber ich schicke doch nicht meine Fahrer zu dir rüber, nur weil meine Fahrer fahren und deine nicht. Ich so, schieß mir doch ins eigene Bein. Ja, klar. Ihr habt ja uns quasi die Fahrer ab, ja. Aber es geht. Du hast gesagt, du brauchst mir so nicht kommen.